Hallo, ich war gerade bei einem Vorstellungsgespräch, das ja sehr außergewöhnlich war. Was macht ihr denn bei Vorstellungsgesprächen, wo ihr nicht mal mehr weißt, um welche Stelle überhaupt es geht? Wo ihr eigentlich nur den Firmennamen habt und die haben verschiedene Sachen anzubieten. Ja, ihr müsst es nicht unbedingt präsentieren, dass ihr keine Ahnung habt. Kommt aber ins Gespräch rein, seid selbstbewusst, seid motiviert und sagt direkt geradeaus, ihr habt keine Ahnung, um welche Stelle es eigentlich geht, dass ihr euch freut, eingeladen zu sein. Und dass ihr jetzt erstmal als Beratungsgespräch quasi ansieht, um erstmal rauszufinden, um was es eigentlich geht und wie die Firma eigentlich so ist. Meistens werdet ihr ein positives Gefühl entgegenkommen, weil der Gegenüber natürlich sieht, ihr habt Interesse mehr zu erfahren. Ihr seid extra, wenn ihr dann noch eine Stunde Auto gefahren seid von einem Dorf zum anderen, dann kommt das natürlich noch besser, weil ihr habt Interesse gezeigt. Ihr seid eine Stunde dahin gefahren, um herauszufinden, um was es eigentlich handelt, obwohl ihr vorher keine Ahnung habt, um was es eigentlich geht. Solche Vorstellungsgespräche gibt es auch. Meist enden diese Vorstellungsgespräche nicht zu einem Arbeitsvertrag, aber um einfach einen Informationsaustausch zu haben, um die Unterlagen da zu lassen, falls doch irgendwelche Projekte und sonst was alles, was, je nachdem, was die Firma eben so plant, eben genehmigt wird. Und genau dann wird vielleicht eure Person gebraucht. Was langweilt, kann auch sehr gut werden. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst es nicht als negative Position sehen, nur weil ihr nicht unterschrieben habt. Seht es als positive Position. Ganz einfach. Ihr habt euren Senf dagelassen, ihr habt euch Mühe gegeben, ihr habt gezeigt, was ihr könnt. Wenn das Gespräch länger als eine halbe Stunde gelaufen ist, ist es sogar noch ein bisschen besser. Weil dann hat sich derjenige, euer eventuell zukünftiger Arbeitgeber, für euch wirklich Zeit genommen. Ich war jetzt in einem Gespräch gewesen, da war ich jetzt anderthalb Stunden gewesen, eine halbe Stunde war angelegt. Und ja. Wir haben über Interessen geredet, wir haben über Projekte geredet, wir haben über Initiativen geredet, wir haben über Möglichkeiten geredet, wir haben über praktische Erfahrungen geredet. Eigentlich, wir haben gar nicht mal groß über die Arbeit geredet. Wir haben eigentlich nur über, haben eigentlich unsere Erfahrungen ausgetauscht, was man so machen kann, welche, wo man sich expandieren kann, wo man sich erweitern kann und so weiter. Über die Stelle selber haben wir nicht gesprochen. Ich weiß immer noch nicht, um welche Stelle es handelt. Aber ich habe meine Unterlagen dagelassen. Die werden auch behalten. Ich wurde extra gefragt, ob man die Unterlagen behalten kann. Da ja in der Zukunft neue Projekte geplant werden. Und eventuell meine Hilfe für eine, ja, für irgendeine Stelle, keine Ahnung, was die Zukunft gedacht ist. Vielleicht passiert es auch euch. Wenn ihr in ein Gespräch kommt, wo ihr absolut keine Ahnung habt, geht einfach rein, sagt direkt, klar aus, so und so ist es. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich habe Ihre Firma auf der Internetseite gesehen. Ich habe gesehen, Sie machen sehr viel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, um welche Stelle es direkt geht, weil manchmal schreiben die Arbeitgeber ja auch auf eure Anzeigen. Wir würden Sie gerne einladen. Schicken Sie doch einfach unsere Unterlagen. Habt ihr keine Ahnung, um welche Stelle es geht? Anstatt ihr denen erstmal per E-Mail erstmal fünfmal schreibt, wo der Arbeitgeber ja keine Zeit hat, geht erstmal hin und lasst euch erstmal informieren, lasst euch beraten, dann könnt ihr immer noch über eine Position reden. Aber dann habt ihr erstmal euer Interesse gezeigt, was ihr eigentlich, dass ihr interessiert seid, dass ihr motiviert seid, dass ihr kreativ seid, dass ihr selbstbewusst seid und diesen Weg auf euch nimmt. Ja, das ist im Endeffekt kein Problem. Es ist nur eine Lernmöglichkeit für euch und auch für den Gegenüber, denn auch ein Arbeitgeber lernt dazu, um aus verschiedenen Situationen rauszulernen. Jetzt bin ich auf dem Rückweg nach Hause und es hat angefangen zu regnen. Jetzt sehe ich mein eigenes, jetzt muss ich kurz halten und dachte mir, ich nehme einfach das Video auf, weil ich sehe ja sowieso nicht während der Autofahrt. Und nutzt aber mal die Zeit sinnvoll. Also, nutzt die Möglichkeit, die ihr habt und seht das nicht, schreibt dich 1000 E-Mails und fragt Löcher in den Bauch. Das geht den Arbeitgeber tierisch auf den Sack. Da muss ich um seine Arbeit kümmern, dann muss ich um seine Angestellten kümmern, dann muss ich um seine Klienten kümmern. Er hat nicht noch Zeit, einen Bewerber, den er noch gar nicht eingestellt hat, erstmal noch zigmal irgendwo hier erstmal rumzuschatten. Nee, hat er keinen Bock. Termin vereinbaren, hingehen, beraten lassen, wenn ihr keine Ahnung habt, informieren lassen und dann könnt ihr immer noch über alles weiter reden. Schreibt euch die Fragen auf, die ihr habt, schreibt euch die Anmerkungen auf, die ihr habt und die könnt ihr immer noch im Gespräch stellen, anstatt ständig zu schreiben. Ja? Gut, das war's dann. So, viel Erfolg bei eurer Bewerbungssuche.